Ja, hallo Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt von diesem Video. Und in diesem Video geht es um die Lohnentwicklung in Deutschland, speziell um Mindestlöhne. Gekommen bin ich auf das Video durch ein Video von Lava Rhabarber, PF. Sei gegrüßt. Und er bezog sich auf einen Fokusartikel, in dem es darum ging, dass 50 Milliarden Euro von dem Hartz-IV-Geld dafür ausgegeben werden, Niedriglöhne aufzustocken. Und ich habe da mal im Netz geguckt und nicht nur Fokus hat einen Artikel dazu gemacht, sondern einen ähnlichen Artikel auch der Spiegel. Also hier. Naja, viel sehen kann man jetzt glaube ich nicht dadurch, dass ich das jetzt hier zeige, aber ich werde den Link posten. Ich hoffe, er ist wieder nicht zu lang, da muss man ihn zusammensetzen. Und was in dem Artikel halt steht, ist halt, dass die Universität Duisburg-Essen herausgefunden hat, dass der Niedriglohnsektor in den letzten Jahren in Deutschland auch sehr gestiegen ist. Also von im Moment sind das 6,55 Millionen Arbeitnehmer und das ist innerhalb der letzten 10 Jahre um 2,3 Millionen Menschen gewachsen. So. Die Schwelle für Niedriglohn liegt nach der OECD für 9,50 € in Westdeutschland und 6,87 € in Ostdeutschland. Also aus meinen eigenen Erfahrungen, was ich hier schon im Ruhrgebiet vor allen Dingen als Mitarbeiter gehabt hat, kann ich sagen, also für wirklich schwere körperliche Arbeit werden teilweise Löhne von 4,50 € brutto gezahlt. Die tauchen dann wahrscheinlich in diesen Statistiken hier gar nicht auf, weil man das auch nur mit Leuten macht, die es mit sich machen lassen. Gibt's aber sehr viele, die es mit sich machen lassen oder die auch in der Not sind, dass sie kaum eine andere Wahl haben. Und in den meisten anderen EU-Ländern ist das auch unzulässig. Dort gibt es fast überall Mindestlöhne, sowas wie Löhne von 3,18 € in unterste Tarifgruppe für eine Friseurin in Thüringen. Wäre doch gar nicht möglich. Das sind ja auch Gehälter, die kosten dem Staat mehr als alles andere. Ja, das war's eigentlich wieder. Ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Wie gesagt, Link zu dem Artikel gibt's. Ja, ist glaube ich jetzt alles unten. Ja, dann ja, hoffe ich mal, dass wir das mit dem Mindestlohn, die SPD ist, scheint sich da zumindest ein bisschen auf den richtigen Weg zu bewegen, in Deutschland wenigstens hinkriegen. Ja, ansonsten wünsche ich allen Zuschauern und natürlich im Speziellen auch Laber Rhabarber noch einen schönen Tag.